Herzlich willkommen, Joseph Jamie. Während Ihrer Zeit als Bereichsleiter für Bevölkerungsfragen bei den Vereinten Nationen haben Sie weitreichende Untersuchungen zur Entwicklung der Weltbevölkerung durchgeführt und auch begleitet. Eine Hauptentwicklung, die Sie beschrieben haben, ist die Veränderung und die Umverteilung der Weltbevölkerung. Was bedeutet diese Umverteilung und welche politischen, sozialen und kulturellen Auswirkungen hat diese Entwicklung? Das ist richtig. Die Weltbevölkerung verschiebt sich zunehmend, während sie sich gleichzeitig in den vergangenen 30 bis 40 Jahren annähernd verdoppelt hat auf etwa 7 Milliarden Menschen. Dabei ist sie aber sehr ungleich gewachsen. So sind die größten Anstiege in den Entwicklungsländern in Afrika und Asien in gewissem Ausmaß auch in Lateinamerika zu beobachten. Diese Verschiebung und Umverteilung der Weltbevölkerung hat erheblichen Einfluss auf die Produktion und den Konsum von Gütern. Dadurch verändern sich die Volkswirtschaften und die Beziehungen zwischen den Staaten. Schauen wir beispielsweise zurück in die 1950er Jahre. Da machten die Europäer etwa 20 bis 23% der Weltbevölkerung aus. Ihr Anteil liegt heute bei etwa 10% und wird bis zur Mitte des aktuellen Jahrhunderts bei nur noch 7% liegen. Diese Entwicklungen haben zwangsläufig großen Einfluss auf Themen wie Handel, Produktion und Konsum und natürlich auch auf das politische System. Denn größere Nationen haben eine größere Nachfrage. Die Kooperationen zwischen Ländern müssen vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen zwangsläufig noch globaler gedacht werden. Sie haben beschrieben, dass sich die Weltbevölkerung im 20. Jahrhundert praktisch vervierfacht hat. Wenn das 20. Jahrhundert das Jahrhundert des Bevölkerungswachstums war, welches sind dann die Megatrends des 21. Jahrhunderts? Ja, das ist richtig. Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich die Weltbevölkerung von etwa 1,6 Milliarden auf 6,1 Milliarden Menschen nahezu vervierfacht und dieses Wachstum ist noch nicht beendet. So liegen wir heute bei ungefähr 7,2 Milliarden und Prognosen gehen bis zum Ende des Jahrhunderts von einer Weltbevölkerung von 10 Milliarden Menschen aus. Das sind noch einmal 3 Milliarden mehr. Davon abgesehen wird einer der Megatrends des 21. Jahrhunderts die Alterung der Weltbevölkerung sein. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Menschen nur länger leben, was sie ja tun, aber es geht vor allem um eine Veränderung der Altersstruktur insgesamt. Der Anteil an über 65-Jährigen wird in den kommenden Jahren einen dramatischen Anstieg verzeichnen und in wenigen Jahren, vielleicht 10 Jahren, wird es zum ersten Mal in der Geschichte dazu kommen, dass es mehr Menschen gibt, die älter als 65 Jahre sind, als Menschen, die jünger sind als 5. Ich scherze hierzu gerne, dass wir von einer Toys-R-Us-Gesellschaft zu einer Old-R-Us-Gesellschaft werden, in der nicht mehr hauptsächlich Kindersachen und Spielzeug verkauft werden, sondern Produkte für Ältere, Hörgeräte, Kleidung, Brillen, bequeme Schuhe und so weiter. Diese Entwicklung wird ausnahmslos jeden Menschen, jeden Haushalt betreffen. Denn nicht jeder hat eigene Kinder, aber nahezu jeder hat ja Eltern. Der zweite Megatrend ist die Urbanisierung. Zusammen mit der Alterung der Gesellschaft wird sie im 21. Jahrhundert einen enormen Einfluss auf die gesellschaftlichen Veränderungen weltweit ausüben. Consequences and impacts throughout the world in this century.